Yo, moin Freunde, was geht? Ich hoffe, es geht euch allen gut und willkommen zu einem weiteren Stadion-Vlog von mir. Amerikaner am Start, Zug ist auch da, jetzt geht's ab nach Saarbrücken. Ich muss jetzt hier in Kaiserslautern umsteigen, was sehe ich direkt am Bahnhof. Fritz-Walter-Stadion auf dem Betze, richtig geil. Oha, was ist denn das? Hallo Saarbrücken, was geht? Derby-Stimmung überall. Hier Polizeiautos, hier Bahnhof, da hinten geht's weiter. Das vorhin in Kaiserslautern war ein Militärflugzeug, denn ein paar Kilometer von Kaiserslautern gibt's den größten US-Stützpunkt in Deutschland, Ramstein Air Base, mit über 9000 US-amerikanischen Soldaten. Ich bin jetzt zum ersten Mal hier in Saarbrücken. Ah, geil, da ist die Fahne. Ja, mal gucken, was es hier so gibt. Europa-Galerie, anscheinend ein Einkaufszentrum. Hier. Sehr geil. Und da vorne bestimmt die Stadtmitte. Immer geradeaus. Oh, Vitamin D. Herrlich. Hier ist die Stadtmitte. Immer geradeaus. Eine Shoppingstraße mit ganz vielen Geschäften. Gerade eben mitbekommen, dass heute 3000 Polizisten im Einsatz sein werden für dieses Spiel. Guck mal, was habe ich denn da? Ein Fluss? Oh, was für ein schöner Vibe. Kannst du schön entlang laufen. Südwest-Derby, FC Saarbrücken vs. Waldhof Mannheim. Das könnte echt geil werden. Ich laufe jetzt hier ein bisschen entlang am Fluss, gucken, was es hier so gibt. Wenn es noch schön ist, dann geht es direkt ab ins Stadion. Wetter super, Vibe passt, herrlich. Jetzt mit dem E-Scooter ein bisschen rumcruisen. Oh ja, geil. Da ist die Ludwigskirche. Boah, ganz schlimm auf der Straße. Was für eine geile Stelle haben wir denn hier? Ein Oldtimer, die Kirche von hinten. Und diese Gebäude sehen auch richtig geil aus, weil die einfach so weiß angemalt sind. Ich finde das so super, echt. Weil mit diesen Dingern kannst du die Stadt super erkunden. Und wirklich einfach per Zufall da vorne einen Dönerladen entdeckt. Der soll sehr gut sein, habe ich auf Google Maps gesehen. Antalya Kebab, die Menschen stehen Schlange. Der Spieß ist selbst gemacht. Da hinten sehr, sehr viele Polizisten. Ich glaube, die Mannheimer sind da. Das ist der Döner. Sieht nicht schlecht aus. Fleisch knusprig, schön belegt. Der Döner war okay, würde ihm so eine 6 von 10 geben. Seht ihr das? Hubschrauber da oben. Drittligaspiel, Derby, dritte Liga. Unsere Steuergelder für so ein Spiel. Es ist krass, unvorstellbar einfach, dritte Liga. Wegen ein Fußballspiel wird hier die komplette Straße gesperrt. Ich kenne schon ein wenig die Mannheimer Szene. Die sind echt wild und asozial. Mio, mio Bruder, was geht? Was machst du mit Saarbrücken, Longa? Hör auf, Bruder, Bruder, hör auf, Longa. Einmal war ich bei Dynamo, da habe ich sie einmal live erlebt. Gute Stimmung. Jetzt gehe ich ins Stadion, dafür muss ich einmal komplett den Bahnhof durch. Und wirklich überall nur Polizei. Auf dem Weg ins Stadion hier ganz, ganz viele Stickers vom FC Saarbrücken. Ah, scheiß Dynamo mit der Banane. Tradition seit 1903. Unity Support. Ja, ich bin gespannt auf die Szene. Die kenne ich noch gar nicht. Die Entfernung zwischen Saarbrücken und Mannheim ist 130 Kilometer. Das heißt, 1,5 Stunden Auto- oder Zugfahrt. Auf entspannt. Da sind all die Fans. Wir machen jetzt auf den Weg langsam, langsam ins Stadion. Ich glaube, hier betrinkt man sich nochmal kurz. Und dann geht's ab ins Stadion rein. Ganz normal hier. Und wir sind da. Obwohl ich noch nicht im Stadion drinne bin, kann ich von hier aus das Spielfeld sehen. Und gleich hier ist die Ultraszene. Muss ich ein bisschen aufpassen. Ich bin jetzt drinne. Die Spieler machen sich gerade warm. Alter. Was für ein schönes kleines Stadion. Da ist die Kurve. Hier die Tribüne. Da vorne der Gästeblock. Geil, Mann. Geil. Hier läuft man durch zu unseren Plätzen. Komm, ich stehe mal kurz hier drauf. Ja. Hier kann man sich was zum Essen holen und da geht's direkt rein. Salzberger Pilz 4 Euro, Cola 4 Euro, Pfand 50 Cent. Ja, es geht. Schön. Heute sind dann folgende Team noch angesagt. Die Kurve, Gästeblock, wow, alles so schön sauber. Mein Platz für heute, perfekte Sicht. In einer halben Stunde fängt das Spiel an. Gästeblock ist noch nicht voll. In diesem Stadion passen 16.000 Leute rein.
Falls Saarbrücken mehr Zuschauer bekommt oder aufsteigt, können sich hier die Ecken erweitern und somit die Kapazität erhöhen. Mir ist aufgefallen, hier ist noch komplett frei, gar nichts los. Und was ich ziemlich super finde ist, hier gibt es Ökostrom, Solaranlagen, bestimmt für das Stadion. Super, gerade scheint die Sonne schon schön. Perfekt, passt. Mal gucken, wie die sind. Und Schuss. Oh, Latte. Komm, noch ein Versuch. Und Tor. Mal gucken, wie die Qualitäten sind. Und oh, super. Und Tor. Guck mal, Saarbrücken, Rückhändchen Nummer an. Alle haben 39 an. Ein Spieler vom FC Saarbrücken, Nummer 39, der hat uns sein Bein gebrochen. Deswegen Nummer 39. Ich bekomme gerade Benachrichtigung, führt Karlsruhe 3-3, jetzt Halbzeit, Alter, 6 Tore. Jahre Rücken an Rücken für immer und ewig. Nancy und Saarbrücken. Oh, was passiert hier? Eine Kurve. Geil. Es ist eine ganz besondere Freundschaft, über Grenzen hinweg, die gelebt. In dem Sinne, auf ein geiles Niederalzheimer Fußballspiel. Boah, stark, unerwartet einfach. Krass. Sieht echt geil aus. Maß gemacht. Jesse Bob ist wirklich laut. Das ist krass. Glück für Mannheim, dass noch 0-0 steht. Saarbrücken hatte 4-5 sehr gute Chancen. Schießt!
35 Minuten wurden gespielt und Waldhof Mannheim hatte nicht mal einen Schuss aufs Tor. Offensiv ist es sehr schwach. Es ist Halbzeit 0-0. FC Saarbrücken, klar, die bessere Mannschaft. Mannheim, 0 Schuss aufs Tor. Ich hoffe, die zweite Hälfte wird besser. In dem Sinne, viel Spaß. Rein in die zweite Hälfte. Die Flutlichter sind an. Seit 90 Jahren der Stolz der Stadt. 3 gegen 3. Man merkt wirklich, Mannheim offensiv. Sehr schwach heute. 151 bis Niederrhein. Erste wichtige gefährliche Aktion von Mannheim in diesem Spiel. 58. Minute. Erster Schuss aufs Tor von Mannheim in diesem Spiel. 65. Minute. Alter, 65 Minuten haben sie dafür gebraucht. Was, Saarbrücken, heute das noch? Hallo, das Gewinn! Ich hoffe, der Torwart hat sich nicht verletzt. Außenriss. Boah. 73. Minute. Zweiter Schuss aufs Tor. Davon geht einer rein. Effizient einfach. Alter, krass. Das 1:1. Noch 10 Minuten spielen. Plus Dach wird sein. 1 zu 2. Alter, mein Gott! Und,
1-1. Malto Mannheim ist mit einem Punkt wirklich gut bedient worden. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns, wenn wir uns wiedersehen. Ciao.